99! Woo! Letter 3! Ding! Alle sind raus! Finally! Woo! Und damit hallo und schönen guten Abend. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe die Level 99 gehittet in der Letter 3 in Diablo 2 Resurrected. Und das, obwohl noch nebenbei die Diablo 3 Season aktuell läuft. Aber natürlich musste ich das, was ich in dem Stream-Marathon angefangen habe, jetzt auch zu Ende bringen. Das bedeutet, ich habe neben Diablo 3 gute Terror-Zones halt noch teilweise gespielt. So ein bisschen weniger den 3 gegrindet einfach und auch ein paar A-Tier-Terror-Zones und so mitgenommen, um auf jeden Fall die Level 99 voll zu machen. So, und jetzt reden wir mal wieder so ein bisschen über die Statistiken. Wir vergleichen mal den Level-Grind in Ladder 3 mit dem von Ladder 2, auch von den Stunden her, wie lange was gedauert hat. Ich zeige euch einmal mein Gear. Und ich rede so ein bisschen über die Probleme. Aber als allererstes schauen wir ins Ranking rein. Und zwar, ich habe es noch geschafft, trotzdem Start nebenbei von D3, mich jetzt einzuranken auf Rank 55 overall für Level 99. Und bei Amazone noch auf der Frontpage auf Platz 13 immerhin. Wenn man aber bedenkt, dass ich zwischenzeitlich auf Platz 3 und 4 stand, ist das natürlich ein super Decrease. Also bis Level 98 war ich noch hier ganz oben, Level Platz 3 und 4. Ich hätte noch Chance auf Platz 3 gehabt auf jeden Fall. Aber das hat halt dann das schlechte Timing mit dem D3-Season-Start und sowas dann halt versaut. Aber was waren grundsätzlich denn überhaupt die Probleme? Die Probleme, weswegen es eindeutig nochmal hätte schneller gehen können, waren eigentlich nur die Terror Zones. Und die Terror Zones sind ja so ein random System einfach. Jede Stunde ist irgendeine random Terror Zone und das hat einfach überhaupt nicht in meine Karten gespielt. Die ersten Stunden am Ladder-Start war relativ kurz hintereinander, Worldstone Keeps und Chaos Sanctuary teilweise. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir unserer Gruppe noch nicht in der Lage, das zu farmen einfach. Das war noch zu sehr am Start, das war innerhalb der ersten 10 Stunden oder so. Wir haben uns einfach durch Chaos Sanctuary so ein bisschen durchgequält, so ganz schlechte Runs gemacht oder so. Ja, und dann kam für 50 Stunden lang die beste Terror Zone Chaos Sanctuary einfach gar nicht mehr. So, am Season Start die ersten 2 Tage dann einfach 2 Tage komplett Pause Chaos Sanctuary. 50 Stunden lang nicht mehr. Und natürlich genau während den Stunden, wo das dann war, nach 50 Stunden, ich habe ja übelst durchgesuchtet beim Stream-Marathon am Start, genau während der kurzen Zeit, wo es dann war, habe ich geschlafen. Und da war nicht nur Chaos Sanctuary, da war Chaos Sanctuary und Tombs. Chaos Sanctuary, Tombs und Worldstone Keeps sind die 3 besten Terror Zones. Und 2 davon, die 2 der besten, habe ich genau verpasst in einer der kurzen Pausen, wo ich schlafen war. Am Start, wo sonst nur Shit-Terror Zones waren. Natürlich am Start macht man hauptsächlich Barruns, so bis Level 94, 95, 96. Aber so mit 95 und 96 nimmt man dann doch Tombs und vor allem Chaos Sanctuary doch gern lieber mal mit. Ja. Das hat mich ultra down gemacht auf jeden Fall, dass man die nicht mitnehmen konnte. Worldstone Keeps war ab und zu dann mal und so. Das konnte man wirklich mal einmal pro Tag oder einmal alle 2 Tage auf jeden Fall mitnehmen. Und danach war aber auch kaum mehr CS. Also wirklich die besten Terror Zones. Bis 99 habe ich einmal Tomb Runs gemacht, nur insgesamt. Also von den 3 besten Terror Zones habe ich eine nur ein einziges Mal mitgenommen bis 99. Und ich habe 3-mal Chaos Sanctuary und halt 4-5-mal aber Worldstone Keeps. Also ja, bis Level 98 kein einziges Mal Tomb Runs gemacht. Und glaube ich nur 2-mal Chaos Sanctuary und dann mit 99 at least auch noch 2-mal Chaos Sanctuary oder so gemacht. Also es war einfach absolut arschig. Die Terror Zones waren absolut, absolut arschig. Du hattest teilweise einen Tag, da war jede 2. Stunde war Areal Plateau Terrorized. Also ja, hat einfach nicht mitgespielt. Ansonsten muss ich sagen, hätte ich noch vor Diablo 3 Season Start auch die 99 gehittet, wenn einfach nur die Terror Zones mitgespielt hätten. Aber random System, darauf kann man sich ja leider nicht verlassen. So, aber kommen wir zu den allgemeinen Statistiken, denn ich bin ein Zahlenmensch, ich schaue mir gerne an, wie lange habe ich wann gebraucht. Deshalb erstmal nochmal die Einblendung, wie lange habe ich Ladder 2 gebraucht. Ladder 2 habe ich insgesamt 230 Stunden gebraucht, plus 10% Offline-Zeit, ich messe ja immer die Streamzeit quasi, wären er insgesamt 253 Stunden bis 99 gewesen. Das war an Tag 21, habe ich da die 99 gehittet, also nach 3 Wochen, mit circa 12 Stunden pro Tag gezockt. Von Level 98 bis 99 habe ich da alleine 34,6 Stunden gebraucht, plus 10% Offline-Zeit, sind ca. 38 Stunden für das letzte Level. So, und jetzt gucken wir uns diese Season an. Diese Season habe ich 163 Stunden insgesamt gebraucht, von 1 bis 99, plus 0% Offline-Time, weil ich habe alles komplett gestreamt. Ich habe kein bisschen offline gefarmt oder so. Generell im Stream-Marathon war ja alles im Stream grundsätzlich. Und auch danach halt die letzten paar Level, die ich jetzt voll gemacht habe, nebenbei bei D3 habe ich auch 100% alles gestreamt und nichts offline gemacht. Ja, 163 Stunden, da sieht man übrigens, das hätte in einer Woche hingehauen, hätte ich innerhalb von einer Woche, die glaube ich, was hat eine Woche, 170 Stunden oder so, hätte ich nur so 7 Stunden oder so geschlafen innerhalb von der Woche.
oder 7 bis 10 Stunden gehabt geschlafen, dann hätte das hingehauen. Ja, aber das ist halt menschlich nicht wirklich möglich. Ja, an Tag 12 habe ich die 99 dann gehittet, also nach unter 2 Wochen mit ca. 13,58 Stunden pro Tag. Die Zahl wäre natürlich deutlich höher gewesen, aber natürlich das Season-Start-Wochenende von D3 und auch einzelne Tage habe ich dann fast durchgehend D3 gespielt natürlich, weil einfach die Season gestartet hat. Also bis zu eine Woche nach Start sah das dann noch so aus, dass es irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Stunden pro Tag waren. Und danach ist es dann deutlich abgeflacht. So, von Level 98 bis 99 habe ich insgesamt 35 Stunden gebraucht, plus 0% Offline-Time wieder, sind insgesamt 35 Stunden. Bedeutet, da sieht man, das ist nur ganz knapp schneller gewesen als letztes Mal. Aber liegt auch daran, dass ich jetzt halt dann gegen Ende nur noch gute Terror-Zones so mitgenommen habe. Und ich glaube, Ladder 2, ich weiß nicht, in Ladder 2 war es auch ziemlich gemischt oder so. Ein, zweimal Chaos Sanctuary oder so auf Level 99 mitgenommen. Vor allem Ladder 2 waren Terror-Zones noch neu. Da hat man ein bisschen anders da gefarmt. Ja, aber das war relativ ähnlich von 98 bis 99. Ich denke mal, das geht wirklich nur hauptsächlich schneller von 98 bis 99, wenn man einfach ganz oft Worldstone Keeps, Tombs oder Chaos Sanctuary hat. Wenn man so ein bisschen A-Tier, B-Tier Maps noch mitnimmt, dann dauert das halt um die 30 Stunden anscheinend. Aber insgesamt war der Grind halt knapp 100 Stunden fast schneller. Liegt daran natürlich, dass der Item Grind dieses Mal nahezu weggefallen ist. Also Item Grind haben wir nicht so wirklich betrieben. Ich habe mich ja zusammen mit einem Kollegen, zusammen mit Dave, so zu zweit gegiert. Wir haben in einer Zweiergruppe quasi gespielt. Wir haben zwar am Anfang zu viert durchgespielt quasi, aber diesen 99er Grind haben wir quasi nur zu zweit durchgezogen. Leute, wir haben eine schöne Kombi gespielt aus einem Fist of Heavens Paladin, der halt die Conviction Aura maxt, und einer Java-Zone. Bedeutet, ich habe quasi ein menschliches Infinity rumlaufen, der alle Resistenzen senkt, der die Lightning-Immunities runterhaut. Das war unsere Kombi. So brauchten wir auf jeden Fall definitiv kein Infinity und können schon relativ gut schnell Schaden machen. Das einzige wichtige Key-Item, was wir dann beide brauchen, ist natürlich Enigma. Weil ohne Enigma Terror-Zones farmen mit Teleport-Stab, ja, haben wir am Anfang ein bisschen gemacht. Ist aber super AIDS, ist super unbequem und auch bei sowas wie Tombs oder so kommst du überhaupt nicht hinterher. Bei vielen Terror-Zones, wenn du dann in der Gruppe farmst, kommst du nicht hinterher, wenn die anderen Leute durchporten. Das bedeutet, ein Hauptgoal war auf jeden Fall, dass wir beide Enigma bekommen. Unsere eigentlichen Gearing-Pläne innerhalb der Woche bis 99 sahen sogar ganz anders da aus. Also wir hatten so richtig Low-Budget-Konzept, weil wir nicht dachten, dass wir irgendwas zusammenbekommen. Und ich zeige euch jetzt, was ich wirklich so an Gear bekommen habe. Und ich kann euch auch grob sagen, was Dave hat ungefähr, weil der hat grob dasselbe Gear wie ich. Also, was relativ gut schnell zusammen kann man anfangen, war natürlich ein Titans. Titans, den habe ich dann aufgelevelt. Hat, glaube ich, am Anfang eine Lem gekostet oder so. Ich habe den wirklich innerhalb der ersten, keine Ahnung, 10 Stunden, 10, 11, 12 Stunden nach Ladderstart, habe ich den für eine Lem of Treasury bekommen. Ist für den Start ultra, ultra billig gewesen. Und insgesamt habe ich mein Setup dann so gespielt, dass ich immer mit drei Titans rumgelaufen bin. Ich habe zwischen diesen drei Titans hier einfach nur alterniert, die sich dann einfach aufladen, habe ich immer den vollsten halt genommen, weil ich einfach keine Downtime in der Stadt haben wollte und immer hier wieder auffüllen wollte. Ich wollte nicht mal zum Repairen gehen und meine Titans wieder aufladen. Deswegen die ganze Zeit zwischen diesen drei Titans hin und her gewechselt. Einfach um Zeit zu sparen, um mehr zu leveln für den Voll-XP-Grind. Dementsprechend konnte ich natürlich nur in meinem Cube Sachen reinlooten wie Gürtel, Runen, Charms und sowas konnte ich noch mitnehmen, aber ansonsten war nicht mehr viel Stauraum. Das habe ich aber auch wirklich erst ab dem Punkt gemacht, ab dem Looten nicht mehr wichtig war. Wo wir schon so ziemlich gegeared waren. Davor habe ich einfach mit einem Titans oder zwei Titans gespielt, einen Titans dann noch in der Offhand. In der Offhand habe ich nämlich ein CTA, übrigens ein 5er CTA, gar nicht mal so schlecht. Das haben wir erst relativ gegen Ende gemacht, denn das erste CTA haben wir Dave gemacht, weil der mehr Plus-Skills hatte. Der hat dann uns beide gebufft. Das war, glaube ich, ein 3er oder 4er CTA auf jeden Fall. Ja, das war so ein erstes Ziel, dass einer von uns beiden auch CTA hat, quasi um den anderen dann auch zu buffen. So, Titans kam schnell zusammen. Dann über den Stream hatte ich mir plus 320er Handschuhe ertradet. Ne, die hatte ich mir nicht über den Stream ertradet, oder? Doch, die hatte ich mir über den Stream ertradet. Für eine Vex, beziehungsweise für einen Annie, für einen relativ gut gerollten Annie am Anfang der Ladder, den ich überlegt habe, ob ich ihn für eine Vex vertrade, aber dann meinte jemand, er würde ihn direkt gegen die Handschuhe traden. War relativ guter Trade. Ja. Dann den Razor Tail, gab es auch für eine Lem ganz am Anfang der Ladder. Den Ring habe ich auch von jemandem im Stream ertradet. Ich wollte nur einen einfach nur mit Mana Storm Pit und Faster Cast Rate haben. Der hat noch Lightning Resist. Das ist gut, um den Thunder Charm gegenzuhauen. Weiß ich gar nicht mal, gegen was ich den getradet habe, aber ist jetzt auch nicht so besonders, weil es hat nur drei Werte. Aber für meinen Zweck sehr, sehr guter Ring, dementsprechend. Ravenfrost, den haben wir selber gefunden. 247, 19er. Er ist ganz nice auf jeden Fall. Aldo Boots, auch für Lem, Pull, irgendwas auf Treasury bekommen, ganz am Anfang der Ladder. Also super billig. Spirit, da muss ich darauf achten später für die Faster Cast Rate, dass ich mindestens auf beiden Händen zwei 33er Spirits habe. Die natürlich selber gebaut, die Monarchen selber gefunden. Den ersten Monarch hat man selber gesockelt auf jeden Fall.
und so weiter und so fort. Dann High Lords, das habe ich mir am Anfang geholt wegen dem Attack Speed Breakpoint, wo es noch sehr teuer war. Das hat damals eine Wex gekostet. Ja, aber inzwischen natürlich auch wieder viel billiger. Und dann als Helm natürlich, ich trage einen Griffins. Das haben wir uns auch noch vor den Dings geholt. Noch vor den Enigmas haben wir mir einen Griffin geholt, weil ich ja den Hauptschaden gemacht habe. Dave war mehr so der Supporter, gibt CTA-Buffs, portet mit dem Teleport-Stab durch, charged so ein bisschen mit dem Paladin durch und ich mache halt dann den Schaden. Er debufft über die Conviction-Aura quasi und ich donner rein. Denn das Griffins haben wir für 2 Lorunen und so ein bisschen Müll, den wir rumliegen haben, bekommen. Ich habe eine Lorune im Pit gefunden gehabt, wo ich ein bisschen Pitruns gemacht habe, wo scheiß Terror-Zones waren. Und die andere Lorune haben wir uns für eine Torch ertradet. Wir haben schnell Überbosse gemacht und wir hatten eine Assassin-Torch, die hat eine Loh gegeben, so eine mittlere. Ja, für die 2 Lohs direkt einen Griffins bekommen, ist jetzt kein so gutes, minus 16, plus 13, aber das war am zweiten Tag der Ladder. Da war das ein super Preis für 2 Lorunen, überhaupt einen Griffin bekommen. Ich habe da dann einen 15 Attack Speed, 26 Lightning Resistance Jewel reingemacht, auch um die Lightning Resi hier vom Thundercharm geben zu hauen. 70er übrigens, den habe ich irgendwann gefunden gehabt. Ja. Und so war der Damage schon mal deutlich besser. Also konnte ich auch gegen, einfach nur durch den Thunder Charm alleine, auch wenn Dave nicht da war, einfach gegen Lightning-immune Gegner Schaden machen, weil du ja die Resistenzen um 16% nochmal reduzierst. Das war schon relativ gut. Das war schon ein guter Schadensboost am Anfang. So, dann war das nächste Ziel, dass ich mir alles mit Skillern vollballer. Und hier normale plus 1 Skiller, Java-Skiller, sind ja nicht teuer am Start der Ladder. Ich habe die alle auch für Pull plus Lem bekommen. Und Pull und Lem und sowas, das sind so Sachen, die ab und zu mal gedroppt sind. Für so Mini-Items halt, keine Ahnung, findest du mal Gore Rider für eine Pull oder so, ein Gold Trap oder sowas. So Standard-Items, Mage Fist oder sowas, was man am Start findet, alles auf Trade Redict verscherbelt und dann für Pull plus Lem jeweils Java-Skiller geholt. Ich habe nicht alles voll mit Skiller, denn hier hinten habe ich einen schönen Charm gefunden gehabt. 37 Leben, 14 All-Resistance. Den habe ich gefunden und dachte ich mir, behalte ich direkt bis Level 99. Super Resistance, weil ich werde nicht so geile Small-Charms zusammenbekommen. Bisschen Leben, Resistance, wunderbar. Verzichte ich auf den einen Skiller einfach. Ansonsten die Small Charms habe ich auch alle gefunden. Hier teilweise sogar mit Leben und Resis und so. Gar nicht mal so bad. Ja, und natürlich einen Anni. Den Anni hatte ich schnell ertradet gehabt. Es ist ja mal so eine Flut an Annis teilweise am Anfang. Ja, ich habe beim allerersten Anni-Event, das allererste Anni-Event, diese Ladder war auf Amerika. Das hat keiner von uns mitbekommen gehabt, aber ich hatte eine Person im Stream, die aus Versehen die ganze Zeit auf Amerika gespielt hat und die den Überdiablo dann hatte. Und die Person hat sie nicht down bekommen und das war, keine Ahnung, 24 Stunden nach Ladderstart oder sowas. 24, 30, 40 Stunden nach Ladderstart, also relativ early on noch. Und dann habe ich ihm angeboten, dass ich ihm ein paar Runen gebe, den Dia klatsche quasi und dafür den Andi aber behalte. Ich glaube, ich habe ihm insgesamt eine Ohm und eine Gull gegeben, was natürlich auch ziemlich viel war am Start der Ladder. Dafür habe ich seinen Dia geklatscht und habe den Andi dann behalten. Das war so ein Kompromiss, weil er ihn überhaupt nicht hinbekommen hat, weil er noch am Story durchspielen war oder so. Ja, das war der Kompromiss. Da kam dann ein, ich glaube, es war 17-20 heraus, 17-20 8er Andi, also ein relativ guter, den ich dann relativ schnell verscherbelt hatte für einen riesigen Haufen an Runen, wovon ich dann mir und Dave jeweils einen Anni geholt habe, und zwar nach der zweiten Flut an Annis. Weil kurz nach dem Anni war dann noch ein Anni-Event quasi, noch ein Diablo-Klon auf Amerika, und da war noch einer oder so, da waren kurz 2 hintereinander und die Anni-Preise sind in den Boden geschossen einfach. Es war super billig alles und ich habe es geschafft, 2 10% XP-Dinger, und es ging uns ja um den Level-Grind, für jeweils das zu bekommen, was aus dem ersten Anni quasi rauskam. Und eine Ohm war sogar noch übrig. Eine Ohm-Rune war noch übrig und wir beide hatten dann einen 10er Anni. Habe ich alles schön gemanagt, super viel hin und her getradet auf Tradery, diese Flut genutzt, weil durch diese Flut an Annis immer nach einem Event am Start der Ladder sind die ultra billig, auch wenn sie eigentlich nicht billig sind zu dem Zeitpunkt. Einfach nur, weil so viele auf einmal reingestellt werden. Kurz danach steigen die Preise davon dann wieder extrem. Da muss man sich so ein bisschen mit dem Trading auskennen. Wenn man das die letzten Ladders beobachtet hat, dann kann man das ganz gut analysieren. Ja. Dann eine Torch, 13-20er Torch, ist eine ganz gute Torch, die habe ich, glaube ich, in einem Ingame-Trade bekommen. Das hat die gekostet, Vex plus ist oder sowas, war auch relativ billig zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, vor allem für eine mit 20 Resistance. Ja, auch ein Schnäppchen geschossen auf jeden Fall. So, und ansonsten außer das CTA mit Offhand gibt es dann nur noch das Enigma. Und das Enigma, mein Enigma, haben wir quasi so komplett durch ein Item ertradet bekommen. Und zwar, wir haben so ein paar Banger gefunden. Und zwar, der eine Banger war ein plus ein Lightning-Skiller für die Sorg mit, das waren, glaube ich, 42 Life. Ja, das waren 41 oder 42 Life, ich weiß nicht genau. Aber für den haben wir quasi komplett das Enigma bekommen. Also eine Jar, eine Bea und die Person hat mir sogar noch die Base gegeben. Ich weiß, so ein Skiller ist deutlich mehr wert. So ein Skiller ist teilweise Non-Ladder oder am Ende Ladder 10 Jar, 10 Bea wert.
über 40 Life plus ein Lightning Skills ist mega viel wert. Aber zum Starter Ladder, wir haben es ewig auf Trade drin gehabt. Das kauft niemand am Starter Ladder. Und wegen diesem Zeitdruck so ein bisschen, die D3-Season startet, wollte das Ding persönlich loswerden fürs Enigma. Dass ich und Dave beide Enigma haben. Daves Enigma haben wir sehr billig geschossen, weil ich mit Gull und Mal Trades, weil super viele Assassins am Anfang natürlich ihr Mosaik machen wollte und wir hatten ein paar Gulls und Mals rumliegen. Damit habe ich uns komplett in Enigma getradet einfach. Eine Bär-Rune und so für Gulls und Mals. Einfach super billig. Also ich habe dafür Sur-Runen geholt. Die Surs haben wir hochgecraftet zu Bär. Ja, super nice. Mein Enigma haben wir dann komplett halt für den Lightning-Skiller bekommen und zwar von aber einem, immer in einer Lightning-Sorg, die wirklich mit uns die ganze Zeit gelevelt hat. Das war jemand auch aus dem Stream, der oft dabei war auf jeden Fall. Ich habe dem geschrieben, der hat es angeboten, der meint, er besorgt die Runen auf jeden Fall. Der hat ein super Schnäppchen gemacht, der hat aber auch, glaube ich, bis 99 mit uns mitgelevelt. Also wenigstens jemand, der dabei war, immerhin, den man kannte, da kann man das auf jeden Fall mal für billiger weggeben. Und am Start der Ladder, das war einfach der Druck, Zeitdruck. Wir wollten auf jeden Fall jetzt das Enigma haben, damit wir losleveln können, damit wir eventuell noch die 99 bis die 3 Season Start erreichen. Deswegen, ein Lightning Skiller hat komplett das Enigma von mir bezahlt. Daves Enigma haben wir super billig geschossen für Gull und Mal Trades wegen diesen Mosaiks. Also generell, dadurch konnte man super viel Currency machen am Start der Ladder, wenn einfach nur Gull und Malrun hatte. Gull und Malrun immer in der Kombination für wirklich, wirklich sehr viele Assassins, die hart needy waren auf das Mosaik. Plus generell Mosaik-Bases, Runic-Talents und Greater-Talents mit guten Plus-Heals konnte man sehr, sehr viel Currency machen. Ja, deswegen habe ich auch noch hier so Zeugs teilweise rumliegen. Ich habe auch jetzt hier noch lauter Ohms, Gull, Pull, und sowas rumliegen. Wir haben insgesamt eigentlich noch mehr Currency. Wir haben noch einen Fire-Skiller mit über 40 Life gefunden gehabt. Ich glaube auch 41 Life plus einen Fire-Skill bei der Sorg. Und dann noch einen 41 Life Paladin Combat Skiller. Also wir haben super viele hohe Skiller gefunden. Die Sachen sind aber jetzt noch nicht vertradet. Doch, ich glaube, der Fire Skiller haben wir jetzt für eine Jar vertradet immerhin. Und den Paladin Combat Skiller noch nicht. Mit so Sachen warten wir noch bis Ende der Ladder. Da kann man sich nochmal irgendeinen schicken Char auf jeden Fall gieren. Der Lightning Skiller war so hart needy, dass wir einfach fertig sind mit dem Gear. Ja, und das ist so meine Javazone. Also, die kann ganz gut farmen. Hat natürlich kein Infinity, weil eigentlich permanent Dave mein Infinity war. Übrigens, mein Begleiter hat einfach nur ein Lionheart an. Das hat er von Anfang an, einfach nur weil... Warte mal, ich move mal zur Seite. Lionheart gibt plus 25 Stärke und das habe ich gebraucht, damit er am Anfang die Kolosswoge tragen konnte. Eine Kolosswoge mit Insighten, Ethereal Kolosswoge, habe ich über Sockel Quest sockeln lassen. Hat er auch jetzt bis 99 angehabt. Und im Helm einfach in irgendeiner Crown Bulwark. Bulwark wegen dem Lifestorm Hit, Physical Damage Reduction, wunderbar für den Begleiter. Also der Begleiter ist super low budget equipped, hat aber relativ gut dafür überlebt bis Level 99. Ich kann auch kurz irgendwo hingehen, euch mal kurz den Schaden von meiner Java zeigen. Ich muss sagen, Java-Zone übrigens hat mir ultra viel Spaß gemacht. Habe ich zum ersten Mal jetzt gespielt, die Ladder. Waffen war ein cooles Erlebnis. Vor allem auch am Anfang das Leveln mit Explosive Arrow und sowas. Mit Bowie so ein bisschen leveln. Das hat super Spaß gemacht. Wirklich nur vielleicht die allerersten Level, wo noch die Stacks von den Javelins und sowas ausgehen. Das war ein bisschen eklig. Aber danach alles super, super bequem. Und muss sagen, auch so vom Teleport-Breakpoint her, viele Leute meinen immer, die Port ziemlich langsam, die Ammer. Ich finde, das geht voll. Ich bin jetzt nicht so schnell als gewohnt, ich spiele keine Sorg auch meistens, aber ich finde das vollkommen okay. So fürs gemütliche Laufen, Farmen, haut halt einen Speer rein, alles ist One-Shot und sowas. Ist super bequem, also Pit-Runs, wunderbar, CS-Runs, ja. Und ich könnte meinen Schaden auf meinem Solo noch steigern, wenn ich mir jetzt dann irgendwie noch ein Infinity holen würde. Für das, was wir noch auf der Bank haben, was wir noch für Trade bekommen. Ja, das war so mein Level-Ladder 99er-Grind. Vielleicht gibt es noch demnächst ein kleines Highlight-Video so von den besten Drops und sowas. Mal gucken. Aber das war so das Infovideo. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, fragt das gerne in den Videokommentaren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.